Weiter. Einmal und trotz alledem soll natürlich auch immer der Rassetyp gut zu erkennen sein, damit jeder weiß, oh guck mal, die Kutsche da, da ist ein Klassik-Pony davor oder der kleine Reiter ist mit einem Klassik unterwegs. Und hier haben wir doch 5 sehr sportliche und schöne Exemplare und gewonnen hat diese Klasse die Kopfnummer 9. Das ist der Picasso, auffällig gezeichnet, Züchter Herr Goes aus Braunschweig und Besitzer ist die Sarah Wohlgemuth aus Gandersheim. Ein ganz edles, kleines Pony mit 1,04 Meter zwar erst, aber trotzdem in sich groß aufgemacht, ein gutes Fundament, eine schöne Haltung, ein ganz harmonisches Erscheinungsbild. Und dann im Trab, da hat er uns ja völlig aus der Schulter. Im Schritt nicht ganz so stark wie im Trab, aber auch der war Takt, sicher im Takt, fleißig. Hier mit einem arbeitenden Janko Boy vom Schädetal. Züchter und Besitzer Gerda und Michael Zimmermann aus Schäden. Dieser windfarbene Wallach, 12 Jahre ist er alt. Auch der hat uns begeistert durch sein ganz harmonisches Erscheinungsbild. Eine schöne Oberlinie im Körperbau, passt alles. Ein ganz charmantes Gesicht und ein gutes Fundament. Schön im Antritt, im Trab. Und, seine solide Vorstellung hat hier ein guter und geregelter Schritt abgeschlossen. Verdienter 2. Platz und Reservesieg in dieser Klasse. Herzlichen Glückwunsch! Gesehen, aber ansonsten ein in sich ganz nettes, sympathisches Pony. Vielen Dank für diese Vorstellung. Hier die Klasse ab, weil einer muss es nochmal tun. Also wir bedanken uns ganz herzlich für diese Vorstellung von den 5. Überall auf die Ratte. Was fasziniert denn so an Ponys, an Klassik-Ponys, dass man sich sowas hält? Ja, die sind eben sportlich, elegant, ganz liebe Ponys, nicht bösartig. Sind einfach schöne Tiere. Also das ist aber mehr Hobby. Ist mehr Hobby, ja. Mit, jetzt soll man ja Tiere nicht alleine halten, gerade so Herdentiere. Gibt es mehr wie ein? Stehen 4 Stück im Stall zusammen. Ja. Alles Wallacher oder auch Stuten dabei? Eine Stute, das ist diese da, ja. Und der Rest sind Wallacher. Eine. Aber die werden auch gearbeitet. Jawohl. Das heißt, was passiert außer Kutsche fahren? 2 davon werden auch noch geritten und die anderen beiden gehen regelmäßig vor der Kutsche. Jetzt haben oft Reitvereine haben gerne Shetland oder Classic Ponys so für die Anfänger, um den Kindern die Angst zu nehmen. Ist das richtige Pferd dafür? Das ist für Kleinkinder das richtige Pferd. Von der Größenordnung passt das viel besser, als wenn so ein kleines Kind auf so einen großen 1,60 Meter Pferd sitzt. Ne? Und die sind sehr gutmütig eigentlich. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Verkörperte von Anfang an viel Eleganz, im Standbild wie gemalt, sehr maskulin, immer bergauf, im Trab sehr gelassen, mit viel Raumgriff. An 2. Stelle haben wir rangiert JB von Kloos. Züchter ist ebenfalls die Familie Grobe aus Bad Gandersheim. Und ich darf es vorwegnehmen,
Der 28-jährige Senior ist der Vater dieses Hengstes. Man sieht hier deutlich den Zuchtfortschritt. Dieser Hengst hat eine ganz hervorragende Hengstleistungsprüfung abgelegt mit der Note 8,91. Sehr maskulin, etwas rumpfiger wie der erste, aber trotzdem ganz herzlichen Glückwunsch. Wunderschön. Dankeschön. Und einer muss die Klasse beschließen, das ist die Katalog Nummer 2, Best Captain vom Schädetal. Ein sehr großer Hengst, etwas derbe im Gesicht, aber auch stets gelassen im Schritt mit viel Takt und Raumgriff. Herzlichen Glückwunsch. Überzeugt hat, vom Typ her, vom Gebäude her, wunderbar in der Bewegung, locker im Trab, schreitend im Schritt, so wie wir uns heute ein Classic Pony vorstellen können. Herzlichen Glückwunsch. An zweiter Stelle haben wir die Programmnummer 8. John Boy, Vater James Bond, die Mutter ist die Lulu, Züchter auch Klaus Schirmer aus Liebenburg. Ja, das ist der älteste Hengst in dieser Klasse mit 28 Jahren. Ein Hengst, der sich top gehalten hat, auch wenn er schon ein bisschen grau um die Ohren wird. Aber er hat heute noch gezeigt, was in ihm steckt. Er ist auch der Vater von dem Siegerhengst. Der Reservesieger ist der Vater vom ersten, vom Sieger. Von der Juniorklasse. Gut, jetzt haben wir es. Ja, muss ich sagen, dem Halter und Besitzer dieses Hengstes Glückwunsch, top zu diesem guten 28-jährigen, völlig gut herausgebrachten Hengst. Glückwunsch. An dritter Stelle haben wir die Programm Nummer 7, Karas Black Supreme Champion. Vater ist Kims Purglas, Mutter Kara Sweet Cassandra, Züchter, Zuchtgemeinschaft Dr. Rafowski Kania aus Düngen. Ein Hengst, sicherlich nicht ganz im modernen Klassiktyp stehen, wie wir uns das heute vorstellen. Er tendiert doch ein wenig noch oder auch viel noch zum Original Shetland Pony. Aber von den Proportionen her ist ein sehr schick anzuschauendes Pferd mit schönem Biederriss, gutem Fundament und auch in der Bewegung konnte er noch überzeugen. An vierter Stelle haben wir die Kopf Nummer 6, Jasko vom Hexenzipfel. Vater ist Dykes Joker, Mutter die Bremen Elite Studio Jojo, Züchter Wolfgang Scheler aus Osterode. Auch ein Hengst, der heute gut im Typ steht, sicherlich auch das Classic Pony verkörpert. Aber bei ihm mussten wir heute doch Abstriche machen im Schritt, er hat uns im Grunde genommen keinen Schritt gezeigt. Er war halt überwiegend am Zackeln. Dafür ist er aber schön locker im Trab gegangen. Auch ja, Classic Pony, die Interessengemeinschaft, das erste Mal hier im Nordhessischen. Ja, das erste Mal hier im Nordhessischen. Und weil es auch sehr zentral ist und der Herr Wilhelmi schon ein, nicht unbedingt Züchter ist, aber ein Liebhaber der Classic Ponys und auch schon sehr lange Mitglied ist bei uns im Verein. Jetzt sind die Classic Ponys, ich hatte vorhin mal so spitz gesagt, ja auch nichts anderes wie Shetland Ponys und habe dann so ein bisschen Empörung geerntet. Für den Außenstehenden ist es schwierig, die zu unterscheiden. Eigentlich überhaupt nicht. Also man kann ein Shetland Pony und ein Classic Pony sehr deutlich unterscheiden. Ein Shetland Pony ist ein sehr rumpfiges, also starkes Pony mit kurzen Beinen und meistens in der Farbe schwarz. Und ein Classic Pony ist der sportliche, elegante Typ. Ist etwas höher gestellt, es hat eine sehr schöne Halsung, einen hübschen kleinen Kopf und ist eigentlich so die sportliche Variante. Also eben so mal geguckt, das ist so ein bisschen wie Immenhof hier gewesen, ne? Wenn die Hengste im Kreis laufen oder auch die Wallacher, das sind auch Arbeitspferde.
Absolut. Die Klassikponys sind sehr vielseitig einsetzbar. Also die dienen sowohl als Einsteigerponys für die kleinen Kinder im Reitsport. Sie lassen sich aber auch super fahren. Eigentlich kann man mit den Klassikponys alles machen, was man sich nur vorstellen kann. Sei es Tracking oder den Platz abzuziehen. Also sie sind wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Aber in Deutschland nicht ganz so bekannt wie die Shetties oder die Isländer. Das liegt sicherlich daran, dass es die Rasse der deutschen Klassikponys noch nicht so lange gibt wie andere Rassen. Die haben sich aber herausgestellt und werden immer bekannter und immer beliebter in Deutschland und werden tatsächlich auch zum Exportschlager. Die werden viel auch ins europäische Ausland verkauft, allerdings tatsächlich auch in Länder wie Dubai oder Namibia. Kommen wir zu der Veranstaltung heute, zur Hengstparade. Die vorgestellten Pferde, Hengste. Wie waren die Erwartungen und wie wurden die erfüllt? Wir haben eine sehr hohe Qualität hier heute gesehen an Hengsten. Wir hätten gerne noch ein, zwei Hengste mehr gehabt, aber es gibt eine Gegenveranstaltung. Das ist nämlich das Bundeschampionat des deutschen Reitpferdes. Und es sind viele Großpferdeleute, die auch Klassikponys haben. Und sie konnten sich heute leider nicht aufteilen. Die also die Klassikponys dann für ihre Kinder haben, weil die einfach dann auch umgänglicher sind, als wenn man ein Großpferd hat. Aber eben dem Typ eines Großpferds auch ziemlich entsprechend. Aber das heute vorgestellte Material, wie man so schön sagt, die Hengste, entsprachen der Erwartungen und sind auch für die weitere Zucht gerne gesehen. Absolut. Ich finde, man konnte heute auch deutlich nochmal den Fortschritt und die Weiterentwicklung der Rasse begutachten. Dadurch, dass wir mit dem ältesten Hengst heute einen 28-Jährigen hatten, dessen Sohn und Enkelkind auch heute hier vor Ort waren, so konnte man dann die Fortentwicklung der Rasse gut erkennen. Ja, wie geht's weiter mit den Klassikponys? Mehr Halter, mehr Besitzer? Ja, das ist ein allgemeines Problem in der Ponyzucht. Die Nachfrage ist sehr hoch. Wir können also im Grunde genommen gar nicht alle Leute bedienen. Und wir brauchen eigentlich noch mehr Züchter von Klassikponys. Das sind die ältere Generation stirbt langsam aus und die jüngeren, wie soll ich sagen, ich gehöre auch schon zur älteren Generation. Unsere erste Vorsitzende ist schon die jüngere Generation. Sie nehmen sich halt heute nicht mehr so viel Zeit. Die wollen lieber in Urlaub fahren und wollen sich nicht mehr so binden. Aber wenn man Pferde züchtet oder Ponys züchtet, muss man sehr, sehr viel Zeit dafür aufbringen. Im Vorgespräch mit der Vorsitzenden schon mal gesagt, dass Reitvereine oft ja Shetland-Ponys oder auch Classic-Ponys gerne für die Kinder nehmen, dass die überhaupt mal mit dem Umgang mit einem Pferd kommen. Das ist dann quasi Augenhöhe. Ist das auch ein gangbarer Weg, dass man sagt Schulungsponys? Ja, also die werden sehr häufig eingesetzt. Meine Schwester hat selber einen Reitschulbetrieb und setzt auch teilweise auch unsere Zuchtstuten und auch die Hengste werden dort auch mit eingesetzt für die kleinen Kinder ab 3 Jahre. Und die sind sehr kinderaffin, die Ponys? Überhaupt kein Problem. Kein Problem. Je kleiner die Kinder, umso vorsichtiger sind sie. Okay. Genau, wie ich schon berichtete, hat auf meinen Stuten schon ein 3 Monate altes Baby drauf gesessen. Also so kann man dann direkt die ersten Berührungen schon machen, bevor dann die Kinder überhaupt schon das Laufen lernen, haben sie dann schon mal auf dem Pony gesessen. Würden Sie wieder nach Löbach kommen, von der Organisation her hier? Also die Organisation ist bisher hervorragend. Wir müssen jetzt nochmal die Küche probieren, aber alleine vom Wetter, vom Ambiente und vor allem von den vielen Zuschauern hier, das hatten wir gar nicht erwartet. Weil mittlerweile ist es so, dass auf den Zuchtschauen immer nur ein paar bekannte Züchter kommen. Aber ich war sehr überrascht von den vielen Leuten, die hier uns zugeschaut haben. Vielen Dank. Aber ich bin weiter.
werden. Hallo.